Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Cappy sorgt gerade für etwas Erfrischung für diesen kleinen Clown Mario. Und wir setzen heute unsere Aufgabe weiter fort, in New Ronk City jegliche Mone zu finden. Und wir haben hier noch den Music Toad. Hey du! Ich bin mal hier, mal dort auf Reisen, auf der Suche nach allen Arten von Musik. Vielleicht kannst du mir helfen, ich suche Musik zu einem bestimmten Thema, was das Thema heißt. Dreht den winzigen Motor auf! Okay, jetzt müssen wir Musik suchen. Dreht den winzigen Motor auf. Gucken wir mal, was es da so gibt. Schmausspitze klingt unwahrscheinlich. Mondscheinkrater Flucht vielleicht. Mecha-Flori. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ruinen, Kinosaal, Trop, Rennen, RC-Auto. RC-Auto ist es. Das ist es. Ja, das ist sie. Das ist die Musik, die ich hören wollte. Hier für dich. Sehr, sehr schön. Jam Session im Cityland. So. Und was nicht die ganze Zeit läuft, machen wir die wieder aus. Und dann haben wir hier noch die Challenge des Seilspringens. Ach, wieso jetzt wieder versuchen? Die müssen wir uns jetzt natürlich. Die müssen wir uns natürlich jetzt stellen und ein richtiges Timing finden. Wir haben schon 41. Warum reicht das denn nicht für das Jumpen aus? Und jetzt wird es tatsächlich ein wenig eng und das finde ich ziemlich blöd. Oh nein! Nicht mal den Rekord geschafft. Was hat er gesagt? 100! 100! 100! Doch nicht 100 Sprünge! Sprünge! Hundert! Hundert! Ich finde allein den Einstieg schon blöd. Oh Mann, oh Mann. 100 Sprünge. Sprünge, 100 Sprünge. Machen wir irgendwann mal. Irgendwann mal, wenn wir viel Zeit über haben. So, hier in der Cap-Welt, das haben wir auch schon im Part 101 angesprochen. Fehlt uns ja noch, nicht in der Cap. Doch, in der Cap-World ist ein Taxi, ne? Das habe ich natürlich die ganze Zeit gemeint. Fehlt uns noch ein Mond, den wir finden müssen. Sie finden sich hier wenigstens noch ein Mond. Mr. Capster. Mr. Capster, wo könnte sich der besagte Mond denn befinden? Hm. Da glitzert was, aber ich glaube, das haben wir. Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Ja, da war ich schon. Das habe ich doch schon hier aktiviert. Ja, das waren Münzen, da sind wir schon. Ist hier irgendwas? Nee. Da? Nee. Nee. Ist hier irgendetwas versteckt? Ist die Frage. Von hier aus haben wir natürlich eigentlich eine ganz schön gute Aussicht. Aber helfen tut uns das ja auch nicht.
Helfen tut uns das ja auch nicht. Ist da was zu holen? Auch nicht, oder? Ich könnte natürlich alle Taxis da unten zerschießen. Vielleicht ist das ja eine Lösung. Das war natürlich ein kurzes Vergnügen. Aber ich komme momentan nicht darauf, was hier sein könnte. Wie gesagt, meine These ist ja einfach, hier die Taxis, die gehen ja kaputt. Da könnte ein Mond sein. Aber sonst... Und da drüber ist auch nichts. Ha. Wo könnte denn hier etwas zu holen sein? Ich glaube, ich zerschieße einfach die Taxis hier alle. Meine, was soll das? Was soll das? Der Balken, kann der umkippen? Ja, nee, dann sind wir nur da drüben, liegt ja auch ein Teil. Verschießen einfach mal alles. Und hoffen, dass etwas passiert. So, damit können wir da hoch. Das wollen wir aber noch gar nicht. Erst wollen wir hier mal ein bisschen. Ach, da ist sogar ein Teil drunter. Was eigentlich meine These nicht unterstützt, weil wenn da ein Teil drunter ist, warum sollte dann noch ein Mond drunter sein, ne? Auch unwahrscheinlich. Hinter was? Das ist so farbig da. Well, das ist so farbig da. Oh mein Gott, da oben! Oh, ho, 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 ho! Was ist das da oben? Jetzt muss ich den ganzen Weg da lang. Ho, ho, ho! Das habe ich nicht gesehen. Also jetzt halt schon, ne? Aber eigentlich habe ich das ja nicht gesehen. So. Das war kein sinnvoller Sprung. So ein Ground Pound ins Nichts. Warte mal, ich habe schon wieder vergessen, was das jetzt für ein Move war, denke ich. Also, mir ist nicht der Name entfallen. Ich habe stumpf vergessen, was ich gemacht habe. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist. So, mit einem Cap Throw schaffen wir das natürlich easy peasy. Lemon Squeezy. So. So, und einmal hier rüber. Und dann wird sich auch dieser Mond hier gesnackt. Scharfschütze unter Beschuss. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir das auch gefunden. Der war echt gut versteckt. Der war echt gut versteckt, Leute. Das war ein richtiger Secret Mond. So, jetzt gucken wir weiter. Seilspringen wollen wir nicht. Oh. Ich habe jetzt also die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich habe keine Ahnung, was der da ist. Der Mond. Ich meine, Bunny hat schon wieder kommentiert, dass das der Schornstein sein soll, aber das ist nicht der Schornstein. Das ist nicht der Schornstein. Der Schornstein ist ja wo ganz anders und selbst wenn man drin ist in der Welt, ist man ja nicht.
an dem Punkt da. Ja, das glaube ich nicht. Der ist genau bei dieser Mülltonne. Der ist genau bei dieser blöden Mülltonne. Bei der da. Bei der? Ja, der ist bei der Mülltonne. Was soll ich denn mit der Mülltonne? Muss ich irgendwas in die Mülltonne reinpacken? Ja, den Football, aber der Football passt ja nicht rein. Auf den Dächern sind immer Footballs, ne? Die Footballs würden... Die würden hier nicht reinpassen. Das ist ja Schwachsinn hier. Footballs sind so... Und dieser Typ, ich sage dir, regt mich auch auf. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ja, der hier geht auch immer auf und ab. Mach mal was Gescheites. Also ich kann... Nein, da ist kein Mond in diesem blöden Schornstein. Warte mal. Ha! Ich habe die Schornsteintheorie widerlegt. Der Schornstein ist ja ein Mondquader-Schornstein. Und das ist ja kein Mondquader-Mond. Mondquader-Monde sind doch so... Ich darf die falsche Farbe nicht sagen, ne? Gelb, grün, irgendwas? Also auf jeden Fall nicht blau. Ha! Theorie widerlegt. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Aber es ist auf jeden Fall nicht... nicht das Ding. Oh, jetzt möchte ich nicht... Ich möchte nicht dieses Springzeugs machen. Wie soll ich denn da... 100 Stück schaffen? Da wird man ja vorher irre bei. Besonders wenn das schneller ist. Ich krieg da auch einen Krampfball beim Springen. Da muss ich mal so einen 15-Stunden-Stream machen, wo ich dann versuche, hier 100 zu bekommen, weil... Seien wir ehrlich. Wer traut mir das denn zu? Es ist halt einfach nur noch B-Mashen. Noch? Nee, Leute, das ist nicht mein Ding. Wie soll ich denn da 100 Stück schaffen? Das ist ja brutal. Das ist ja brutal. Stück. Ich krieg ja nicht mal den Start von den Dingen hin. Warte mal. Hier. Bevor ich hier komplett durchdrehe, müssen wir mal eine Verbindung zum Netzwerk herstellen mit der Rangliste. Und gucken mal, wie ihr euch da so geschlagen habt. Hier ganz viele, ne? Ganz viele haben das nicht geschafft, ne? Möchte nur mal sagen. Nicht Beachvolleyball. Leistungsprüfung. Freundesrangliste. Hier, der Simon, der Shiguru. Die sind alle nicht so fern von Mini Blau, Robert, Luis, der kommentiert hat. Ne? Dazu eine Mute, Grunz. Ja, ja, ja. Ne? Also. Wie ist das denn? Was ist das denn? Der hat doch gecheatet. Er hat doch gecheatet. Ja, Leute, das wird nichts. Wie soll ich das denn schaffen? Das Problem ist, ich habe jetzt auch gerade, wo ich das aufnehme, nicht so sau viel Zeit. Das heißt, ich kann mich auch nicht hinsetzen, das einmal fast forwarden und dann hier die ganze Zeit jumpen. Außerdem ist das mehr eine Geduldsprobe bei mir als alles andere. Wow. Ja, nee. Das ist überhaupt nicht meins. Das ist überhaupt nicht. Ich hab wieder verkackt. Nee, da kann ich nicht. Den anderen Mond kann ich auch nicht. Joa, das ist blöd. Haben die noch irgendwas über hier? Ein bisschen was? Irgendwas? Bitte. Das mache ich über hier, das ist wieder der Beleg mit den Mondquadern. Das ist nicht der Schornstein. Das nächste ist das Polarland, ne? Oh, 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 oh. Da ist eine ganze Menge offen. Aber ich würde halt gerne erst das hier komplett fertig haben, weil das war ja der Sinn der Sache, dass ich hier durchgelaufen bin. Ja, ich würde sagen, ich habe genug Zeit damit verdaddelt, mich zu beschweren. Und wenn ich da ein bisschen Zeit finde,
dann werde ich versuchen, diese beiden Monde irgendwie zu lösen. Und ich denke, das wird viel mit Zeitsprüngen zu tun haben. Aber dafür habe ich hier gerade jetzt nicht die Zeit für. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, Sie sehen uns nächstes Mal wieder bei Super Mario Odyssey. Tschüss. Selbst Mario ist da zu langweilig mit diesem Jumpen da. Habt ihr gesehen, wie er gegähnt hat?